Excel hat die praktische Funktion, dass Sie mit Betätigen von Steuerung Punkt das aktuelle Datum einfügen können. Phrase Express kann diese Funktion auf alle Programme ausdehnen, zum Beispiel auch auf WordPad. Mit Steuerung Punkt wird das aktuelle Datum ausgegeben oder zum Beispiel mit Steuerung Shift Punkt die amerikanische Formatierung ausgegeben oder durch Steuerung Komma die aktuelle Uhrzeit ausgegeben wird. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man Phrase Express entsprechend konfiguriert. Zunächst erstellen wir einen neuen Textbaustein. Dem vergeben wir den Namen Datum. Den Text hier löschen wir und wählen Makro hinzufügen, Zeitdatum, aktuelles Datum einfügen. Diese Makrofunktion ist ein Platzhalter und fügt bei der Ausführung des Textbausteins das aktuelle Datum aus. Bei diesem Makro wird im Speziellen die Datumseinstellung aus Windows übernommen. Das heißt, wenn Sie ein deutsches Windows verwenden, wird automatisch die deutsche Formatierung gewählt. Und wenn Sie die Einstellung in Windows auf Englisch oder Amerikanisch umwechseln, wird entsprechend die Formatierung des Datums umgestellt. Als Auslöser für den Textbaustein wählen wir hier Steuerung Punkt, analog zu Excel. Nun erstellen wir einen neuen Textbaustein, den können wir Date nennen. Und nun möchten wir die amerikanische Formatierung per Hand einstellen. Das heißt, ich wähle das Makro Zeitdatum, formatiertes Datum. Und hier kann ich das Datumsformat frei einstellen. Im amerikanischen fängt das Datum mit dem Monat an, also wähle ich MM. Und jetzt brauchen wir einen kleinen Trick. Und zwar möchte ich jetzt so ein Schrägzeichen da einfügen. Also brauche ich zuerst ein Apostroph, dann das Schrägzeichen und wieder ein Apostroph. Und dann gebe ich DD für den aktuellen Tag ein. Und dann wiederhole ich das Apostroph. Schrägzeichen, Apostroph und das Jahr. Entweder in der Kurzform mit 2y und dann sehen Sie, dass das mit 11 abgekürzt wird für 2011 oder mit entsprechend 4y haben wir die Langform. Das war's schon. Phrase Express setzt das entsprechende Makro ein und das lösen wir aus, indem wir Shift, Steuerung und Punkt auswählen. Analog verfährt man mit der Zeit. Wähle hier Zeit, nehme das Datum Zeit. Aktuelle Zeit einfügen, Steuerung, Komma und das war's. Jetzt probieren wir das aus und wie erwartet werden die entsprechenden Ausgaben bei Eingabe der Tastenkombination ausgeführt. Wenn Sie übrigens schönere Zeitangaben haben möchten als diese krummen Uhrzeitwerte, kann man das in Phrase Express auch konfigurieren. Wir gehen in die Einstellungen, wählen hier das Makro Zeit aus und ersetzen das wieder durch formatiertes Datum. Und da wähle ich also auch die Zeit aus. Die Sekunden kann man auch weglassen in den meisten Fällen. Und die Uhrzeit lässt sich auch runden, zum Beispiel auf volle 15 Minuten. Das heißt, es wird entsprechend auf- oder abgerundet. Und dann erhält man rundere Angaben. Probieren das aus. Und man sieht hier 11:30 Uhr.